Ahoi und willkommen zu einem neuen Video. Ich bin nach über zwei Jahren jetzt mal wieder nach Winterberg in den Bikepark gefahren. Hier liegt schon mal alles soweit bereit und geht dann gleich rüber auf die Strecken. Gibt ein Teil Neues, gucke ich mir mal an und ja, scheint ein guter Tag zu werden, also schauen wir mal. Gleich als erstes ging es dann erstmal zwei schnelle Runden in den Übungsparcours. Fürs allererste Gefühl immer schon mal schön. Ich bin so ein Gewohnheitstier, das heißt, ich muss immer ein bisschen fahren, um mich an irgendwas zu gewöhnen. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist, aber die ersten Abfahrten sind bei mir immer Katastrophe. Erstmal auf der Flow Country wieder Gefühl fürs Bike heute kriegen. So richtig ungewohnt wieder im Bikepark zu fahren, wenn man alt in Tschechien war. Um es vorwegzunehmen, ich meine, ich will mir ja angucken, was neu ist. Der dritte Lift mit den Strecken ist ja komplett neu, aber das habe ich weggelassen. Da habe ich schon in dem Video gesehen, dass das sogar noch etwas einfacher gestrickt ist wie die Flow Country. Und eine von den Strecken reicht mir eigentlich. Und ein richtig ungewohnter Blick, keiner steht am Lift an. Ja. Yeah. Und dann ging es als nächstes auf die Freeride. Da wollte ich mal sehen, in welchem Zustand die heute ist. Das war, als ich vor 5 Jahren mit Bikepark hier angefangen habe, damals meine Lieblingsstrecke. Zwischenzeitlich war es das reinste Bremswellenland. Schauen wir mal, wie es jetzt aussieht. Da fällt man ja glatt die Kurve, ey. Und dann kommen wir auf das Stück, was in den letzten Jahren so viele Bremswellen hatte, dass man dachte, man ist schon auf dem Pumptrack. Es sind immer noch eine Menge da, aber Gott sei Dank nicht mehr ganz so schlimm, wie es mal war. Oder ich empfinde das jetzt so, weil mein Fahrwerk mittlerweile besser funktioniert.
Einmal die Freeride. Dann ging es für mich auf die Blackline, die auch neu gestaltet wurde und mir so noch deutlich besser gefällt wie vorher. So, Loose Lee ist gesperrt. Das wird also nichts mit angucken. Und eine fette Pfütze. Ja. Yeah. So, ich bin auf der Blackline. Und ich muss sagen, so wie sie jetzt ist, gefällt sie mir richtig gut und macht mit im Bikepark am meisten Spaß. Ist zwar wahrscheinlich, weil sie relativ direkt runter geht, eine der kürzeren. Aber der Umbau hat sich für mich, finde ich, gelohnt. Ein bisschen geschummelt an dem Stufe. Verkackt. Voll verkackt die Kurve. So. Und den Rest von der Strecke. Und dank dem Greenhill Bike Park war es hier an einem Sonntag wirklich sehr leer. Also besten Dank in die Richtung. Dann ging es auf die North Shore. Eine Strecke, die ich das Gefühl habe, gar nicht verändert hat. Die mir aber auch so gut gefällt. Und die auch Spaß macht zu fahren. North Shore. Wir fahren mal North Shore. Thank you.
Dann bin ich noch mal schnell über die Woodpecker runter Richtung Auto, um neue Akkus zu holen. Von der Slopestyle Arena zeige ich euch jetzt nur mal so grob den Überblick. Hier ist alles geschlossen. Also müssen wir woanders hin. Und dann kommen wir noch zur Downhill. Die wurde ja auch noch so ein bisschen verändert und die bin ich eigentlich sonst früher gar nicht groß oder gar nicht gerne gefahren. Aber ich muss sagen, die hat mir diesmal richtig Spaß gemacht.
gehört auf jeden Fall zu den Strecken, auch wenn sie ja nicht so lang ist, die man auf jeden Fall dort fahren sollte. Das war mal die Downhill. Oh. Ja, da kommen wir mal wieder zum Ende von dem Video. Nach 2 Jahren in Winterberg hat man wieder richtig Laune gemacht. War schön. Wetter hat richtig gut mitgespielt. War nie zu warm. Jetzt kommt mal so ein bisschen die Sonne raus. Durch die leichte Bewölkung perfekt. Und Fahrrad hat auch alles heute gut mitgemacht. Also war ein super Tag. Ihr wisst, ich freue mich immer am Daumen nach oben. Kommentiert mal, wie oft ihr oder wann ihr schon mal im Winterberg wart und wie ihr das hier findet. Bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.